Willkommen zurück zu einer weiteren heldenhaften Folge South Park. Freut mich, dass du da draußen wieder heldenhaft mit am Start bist. Natürlich auch ein Dankeschön an all die kleinen Helden, die dem letzten Video eine Bewertung gegeben haben. Wenn ihr mir sehen wollt, wie immer, bewerten. Ich hab einen Sack am Kinn. Kinderklöten, Kies, Chor. Noch einmal und wir sind alle tot. Wie jetzt? Der Kuhn? Aber er ist doch gar nicht hier. Wie kann er das wissen? Wieso ist er immer informiert? Na gut, die Welt braucht uns. Nicht trödeln, Wunderarsch. Für dich immer noch Klötenkin. Kuhn and Friends. Hier lang, Wunderarsch, Richtung Bushaltestelle. Ich bin schon unterwegs. Meine Klöten sind sehr mächtig. Sie baumeln, wenn ich gehe. Die Freedom Pairs sind unterwegs. Es wird zur Konfrontation kommen. Hey, warte mal, die baumeln ja wirklich so ein bisschen. Guck mal hier, meine Klöten, die baumeln. Ja, hier lang. Zur Bushaltestelle. Begleitmissionen sind zum Kotzen. Oh ja, die hassen wir alle. Und trotzdem müssen wir da durch. Ach, verdammt. Was denn? Gleich da. Geh zur Hauptstraße, Wunderarsch, und mach deinen Arsch gefechtsbereit. Was soll denn das heißen? Noch ein bisschen? Wie jetzt? Mein Arsch gefechtsbereit machen? Igitt? Kommen die Priester wieder? Nein, nein, nicht die katholischen Priester. Wir sollten als Duo arbeiten, erinnerst du dich, Twig? Ja, ich weiß. Du hättest mir folgen sollen, als ich Kuhn and Friends verlassen hab. Ich mag Kuhn and Friends. Weil du deine eigenen Filme hattest. Zum Glück bist du hier. Die gehen voll ab. Super Craig musste Filme haben, bevor Wonder Tweak vorgestellt wurde. Es hätte sonst keinen Sinn gemacht. Eure ganze Gruppe macht keinen Sinn. Weil du ein Verräter bist. Und jetzt bist du bei den Superverrätern. Ihr habt doch angefangen. Ihr habt doch bestimmte Superhelden besser behandelt als andere. Wir waren's nicht, die diese scheiß Franchise verlassen haben. Eric, du musst mir zuhören. Ich kommuniziere mit dir per Telepathie. Raus aus meinem Kopf! Dein Franchise bringt es nicht. Stell dich der Wahrheit, Eric. Ihr seid einfach totale Spastis. Timmy hat uns eben Spastis genannt. Hat er? Na gut, du Mistkerl. Was für ein Wichser! Kümmert euch um diese Arschkratten! Alter, Timmy ist der Geilste, oder? Okay, wir müssen Super Craig mitnehmen. Ich glaube, ich nehme mal hier, obwohl ich finde ihn eigentlich ganz cool. Ah, wir bleiben bei dem und Kyle, er kann heilen. Okay, wir bleiben so. Die Mischung ist in Ordnung. Auf geht's! Das wird ein heißer Tanz. Nicht wirklich, ich tanze nicht, aber lass uns boxen. Moskito auf Blutjagd! Okay, dann legen wir mal los. Wir treffen beide so, ja? Okidoki, dann machen wir den hier, oder? Angewidert. Kranke Scheiße, Alter. Kranke Scheiße ist mein Ding. Verfechter der Gerechtigkeit. Klingt ja voll schwul. Wow. Ich bin verwirrt. Alter, Tweak. Ihr wird euch vermöbeln, Freedom Pals. Tweak ist mies. Tweak ist fucking mies. Machen wir den hier. Magnetisch. Denkst du, dass das Leben dich für deine Arschigkeit bestraft, Tweak? Nein! Ich bin drin. Okay. Okay, wir brauchen Heilung, oder? Ja, wir brauchen Heilung. Tu es! Kyle! Wohl bekommst! Human Kite! Danke! Okay, wir sind wieder frisch. Hier kommt dein Tod. Ah, oh, Kenny! Kenny muss kotzen. Was macht er nun? Auto! What the fuck? Auto! What the fuck? Los, hopp jetzt! Ich hab noch was vor heute! Halt's Maul, es ist Civil War, Arschloch! Okay! Okay! Ich bin dran! Oh, ich pack das nicht, Leute. Dieses Let's Play wird mich killen. Okay, okay, warte mal. Kenny hier drüben. Kenny auf die Fresse geben, ist eigentlich geil. Mega-Faustschlag! Deine Schläge sorgen für kleine Blutlachen unter ihrer Haut, Super Craig. Perfekt zum Trinken. Eklig, Mann. Ich lass es jetzt krachen. Oh oh. Super Tornado aktiv. Super Tornado? Sorry, Neuer, aber du bist einfach im falschen Team. Alter. Scheiße. Nimm meine Blutprobe. Alter, mach mal halblang. Oh, ich brauch Moses, Leute. Ich brauch Moses. Echt jetzt, ich brauch Moses. Wo ist Moses? Moses einsetzen. Ja, ich will ihn sehen. Derweil in der Ruhmeshalle der allerbesten Freunde.
Alle Sünden mögen vergeben werden und alle Sklaven frei sein. Moah. Oh, scheiße. Moses. Dieser Schock ist so assi. Wir müssen uns trennen. Ich werde über das Böse triumphieren. Und damit meine ich dich. Wen, mich? Mich? Oi. Ach, Lahm. Nein, du bist Lahm. Du bist der lahmste Lahm aus aller Zeiten. Ultra-Lahm. Ultra-Mega-Lahm. Let's do this. Lass dich nicht von Cartman täuschen. Humankind ist startbereit. Okay, Humankind. Kenny. Oh, ich wette, Kenny kommt wieder. Ich meine, er kann ja nicht sterben. Mal sehen. Kommt Kenny wieder? Oh, Craig. Tupperdose hält alles frisch. Tupper-Tornado. Tupper-Tornado. Vielleicht bringt sich das zur Vernunft. Hat uns weggeweht. Gleich kommt der Schwarm. Okay. Was kann dein Ulti? Machen wir's. Habe ich noch nie gesehen. Alter, heftig. Heftiger Dude. Ein Sturm zieht auf. Schockierend, was? Oh nein, er macht schon wieder den hier. Kannst du die Spannung ertragen? Alter, Kotze bringt's. Du kämpfst auf der falschen Seite. Tu ich nicht. Okay, damit könnte ich ihn schon mal wegholen. Damit würde ich ihn auch wegholen. Machen wir den hier. Geile Angriffe, ich finde. Hey, ich dachte, dass ich Wonder Tweak in meinem Film besiegen soll. Okay, Moment, ich müsste ihn eigentlich treffen, yo. Langsam sollten die Bösen ihr Leben überdenken. Gewonnen. Sieg. Gute Arbeit, neuer Allmählich. Hast du den Dreh raus? Warte mal, was ist mit Kuhn? Oh, scheiße, schnell. Kuhn, was ist passiert? Timmy ist davongekommen. Ja. Hat total mein Gehirn vergewaltigt. Alles okay? Nein, wirklich, Leute. Er hat meinen Kopf total zerfickt. Wir haben gekämpft, aber seine Psychokräfte sind zu stark. Also war alles umsonst? Nicht ganz. Ich hab Timmys Handy. Wirklich? Ganz bestimmt ist er auf eine Spur. Bringen wir es zur Basis. Super Craig kann es analysieren. Und wieder mal haben wir die Welt gerettet. Hallo? Ist da der kleine Superheld, dem immer mehr auf Kunstagram folgen? Deine Anwesenheit wird im Rathaus verlangt. Die Bürgermeisterin von South Park möchte mit dir sprechen. Lass sie nicht warten. Okay. Okay. Die Bürgermeisterin. Warte mal, ich wollte noch hier drüben hin. Denn irgendwas kann man hier machen. Was genau? Bringt mir das? Hier drüben ist eine Leiter. Aber ich kann sie leider nicht runterkräckeln. Tja, irgendwas fehlt mir hier. Irgendwas fehlt mir hier. Und den Mülleimer hier können wir auch nicht zerlegen. Okay, wir müssen ins Rathaus. Wo finden wir das Rathaus? Wir sind hier und... Das Rathaus? Wo ist es denn? Wo ist das Rathaus? Polizei? Rathaus, hier drüben. Aber wir müssen erst ins Kuhn-Versteck. Okay. Gut, die Bürgermeister will mich Meisterin will mich sprechen, aber wir müssen erst ins Kuhn-Versteck. Mau. Und hier ist noch ein Poster, das holen wir auch noch ganz schnell. Nochmal ganz schnell hier rein und irgendwo hier finden wir es. Das Kind flitzt ja rum wie ein geölter Rolli. Bei der Bühne oder so haben die Leute gemeint. Wo denn? Hier drüben? Yo! Da hinten ist doch so ein Ding gewesen. Ein Yowie. Sternen gucken. Habe ich mein Doxazosin vergessen? Ja, Windel ist durch. Ja, die Windel ist durch.
Tja, wer die wohl wechseln darf? Ich nicht. Okay, wenn wir hier so runtergehen, kommen wir an dem Anwesen vorbei. Kann ich hier durch? Ich weiß gar nicht. Nee, hier war gesperrt. Hier können wir gar nicht durch. Ganz viele Gebiete, wo wir noch gar nicht hin können. Ich brauche die super magische Superwindel. Der untoten Senioren. Schmetterlinge. Katzen. Okay, dann gehen wir hier lang. Und hier durch. Und dann müssen wir ganz schnell flitzen. Dann müssen wir super schnell flitzen. Und hier nochmal dagegen schlagen, um ein bisschen was zu klauen. Ich bin der schnellste in der Stadt. Ja, das stimmt. Das stimmt. Und zack. Auf geht's. Wir sehen uns. Dankeschön. Muss ich wieder Fick dich, Mom eingeben? Wie oft muss ich Cartmans Mom noch ficken? Fick. Meine. Oh, nein, nein, nein. Reset, reset. Fick meinen Esel. Fick meine Eier. Fick meine Pisse. Fick meine Kacke. Dich. Mom. Ah, da bist du ja, Wunderarsch. Na gut, an die Arbeit. Okay, was haben wir? Was hast du gefunden, Super Craig? Auf Timmys Handy sind ein Haufen Notizen. Irgendwas über eine Frau, die Infos über das Verbrechen hier in der Stadt hat. Welche Lady? Hier steht nur, findet die Frau mit dem Penis-Tattoo. Welche Frau in Southbank hat ein Penis-Tattoo? Ich weiß nicht, Mosquito. Aber die Freedom Pearls glauben wohl, sie führt zu der verschwundenen Katze. Wenn die Freedom Pearls sie vor uns finden, bekommen die $100 Belohnung. Das dürfen wir nicht zulassen. Wir müssen das Freedom Pearls Franchise unbedingt verhindern. Und zwar sofort. Dann müssen wir die Frau mit dem Tattoo heute Nacht finden. Blitzfreak hat recht. Wir müssen uns heute Nacht aus dem Haus schleichen und die ganze Stadt absuchen. Was meinst du? Bist du dabei? Hör mal, wenn du zu Conan Friends gehören willst, musst du lernen, wie man kommuniziert. Ja, wer hat den Typ überhaupt eingeladen? Leute, chillt mal. Er hat es nicht leicht. Als er 6 war, hat sein Dad seine Mom gefickt. Was? Sorry, sie mussten deine tragische Hintergrundgeschichte erfahren. Wunderarsch traut keinem, weil sein Dad seine Mom gefickt hat und er es nicht verhindert hat. Das ist völlig unlogisch. Ich weiß. Wie kann dein eigener Vater deiner Mutter sowas antun? Cartman, der Dad von jedem fickt die Mom von jedem. Hä? So läuft das, Idiot. Unsere Dads haben unsere Moms gefickt. Ach so. Dann hat dein Dad also auch deine Mom gefickt, Kyle, hä? Ja, mein Dad hat meine Mom gefickt. Deswegen gibt es mich. Klau ihm seine Hintergrundgeschichte nicht. Du bist so verdammt dämlich. Jeder Mensch auf der Erde, jeder, hatte einen Dad, der seine Mom gefickt hat und... Halt, halt, das spielt jetzt im Moment keine Rolle. Wir müssen die Lady mit dem Schwanztattoo finden. Ja, gehen wir nach Hause und bereiten uns auf unsere Nachtmission vor. Los geht's, Kuhn-Freunde. Er ist so ein verdammter Idiot. Schon gut, ruhig Blut. Tut mir echt leid, dass die anderen so rücksichtslos sind. Leute hassen, was sie nicht verstehen. Hiermit ernenne ich dich zum vorläufigen Sidekick. Geh nach Hause und schleich dich später raus. Weitere Infos folgen. Oh, mein Kostüm. Warte mal. Die nächste Mission, dafür brauche ich mehr Macht. Okay. Sollten wir nicht lieber erstmal zur Bürgermeisterin gehen? Ja, Cartman weiß es halt nicht. Wisst ihr, wie Cartman entstanden ist? Wisst ihr das? Cartman, seine Mom, hat sich selbst gefickt. Ja, komm, das ist die Geschichte. Ich zeig dir, wie man Wheelies macht. Ja gut, dann los. Bam, bam. Cartman hat keinen Dad. Seine Mom ist sein Dad. Weil seine Mom... Gerechtigkeit von oben. Beides hat. Zeig uns, was du drauf hast. Würstchen und Brötchen. Oh, oh. Ich bin in keiner guten Position. Ich kann hier absolut nichts machen, oder? Ich kann hier hin. Toll. Ja, dann... Ich gönn mir ein bisschen Blut. So, warte mal. Hier treffe ich beide damit.
Oder wir machen den hier, oder treffe ich nur einen? Ich glaube, wir fliegen durch. Voll auf die Fräse. Auf geht's. Frissen und weg. Ja. Wow, der war gut. Aber alles jetzt sind wir halt lustig, hier. Bis wir aus den Augen und Ärschen bluten. Kranke Sau. Lass dich da von deinem Freund passieren. Wen soll ich quälen? Ich wähle dich. Oh nein, nein. Ah, der Kondomjunge. Keine sich zu ergeben. Echt jetzt? Okay, warte. Hier komme ich ja niemanden ran. Aber mein Laser geht. Ja gut, dann machen wir den. Pew, pew. Es gibt krasse Bräunungsstreifen. So, hier sind wir schon mal safe. Wenn ich hier hingehe, tackle ich ihn doch weg, oder? Normalerweise schon. Omega Crash extra. Ja, Treffer reicht für einen Home Run. Ah, er trifft aber trotzdem die Fläche hier. Los, Wunderarsch. Nee, es hat sich versetzt. Ah, man kann nicht alles haben, Freunde. Ich treffe absolut niemanden. Gibt's nicht. Ich bin absolut unnötig. Aber wir könnten jemanden heilen. Ich kann auch niemanden heilen, weil ich zu weit weg bin. Auf, wenn ich dran bin. Ja gut, Maul weiter rum, Craig. Ich lege das Immunsystem von jemandem lahm. Ich brauche ein bisschen Blut. Ich nehme mir Blut von dir, weil du bist als nächstes dran. Es ist Blut. Das habe ich kaum gesehen. So. Er ist wieder komplett frisch. Ich habe zurzeit einen Haufen Stress. Den werde ich an dir abbauen. Alter, echt jetzt, diese Popelscheiße. Scheiße für dich. Nein, Craig! Okay, er ist langsam. Hier ist das nächste Ziel meiner grenzenlosen Wut. Ha! Halt ihr das Viertklässler? In der Mittelschule gibt's davon noch mehr. Oh, wir sind alle hart angewidert. Ich bin schon von Humankind! Ein Viertklässler mit einem Drachenkrass. Wir machen den, oder? Yo! Ich liebe sie so versenkt. Schließ die Säfte ein. Kyle muss kotzen. Wer braucht am meisten eine Drachprügel? Okay, wen holen wir weg? Der hier unten ist als erstes wieder dran. Ist im Grunde auch egal. Jo, der ist tot. Ich hab genug von dem Kack. Bob! Craig, du bist mein Liebling, Craig. Du schaffst das! Jo, funktioniert. Ihr habt verloren. Hui. Und wir haben gewonnen. Du hast gewonnen. Sieg. Geplatzte Pissbomben. Will ich sowas wirklich anfassen? Eigentlich nicht. Wenn ich ganz, ganz ehrlich bin, eigentlich nicht. Okay, wir schauen mal auf die Karte. Bürgermeisterin. Immer noch keine Mission von der Bürgermeisterin. Und wir sollen nach Hause gehen? Wir haben auch keine neuen Fähigkeiten. Haben wir überhaupt eine andere Wahl, außer nach Hause zu gehen? Weißt du was? Wir gehen mal hier noch zu Artefakte. Mann, ich brauche Heldenrang 4. Kleiner Platz. Also. Ist eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Auch nicht schlecht. Okay, ich würde fast sagen, ich nehme das hier noch mit. So, ein 25er. Gibt halt kräftig Vitalität, ne? Alter, ich habe irgendwie die Macht der Kirche. Ich bin hart katholisch. Neues Kostüm. Obwohl, ich mag mein Kostüm so gerne. Ich finde das eigentlich extrem cool. Vielleicht mache ich die Klöten weg. Aber irgendwie habe ich mich an meine Klöten gewohnt. Gewöhnt. Ich wohne an meinen Klöten. Kostüm ablegen. Leute.
Ich würde sagen, wir haben keine andere Wahl, oder? Legen wir unser Kostüm ab. Sharkboy muss schlafen gehen. Die Klöten, Alter. Bist du überhaupt auf die Idee, mit dem Vertrauenslehrer zu sprechen? Wieso gehst du ans Telefon? Hast du deinen Scheißverstand verloren? Unser Kind wollte zum Vertrauenslehrer gehen. Ist dir das etwa völlig egal? Und du hast ihm die Wahrheit erzählt? Ja, ich habe gesagt, wir wissen von den Genderproblemen unseres Kindes. Du dumme Schlampe! Du versaust uns noch alles! Sowas muss ich mir von einer zugedröhnten Kiffnase nicht anhören. Ich muss was trinken. Klar, ertränk deine Probleme im Chardonnay, du blöde Fotze. Oh, hallo mein Schatz. Hast du schön draußen gespielt? Ich bin ziemlich müde. Ich gehe dann mal langsam ins Bett. Essen steht auf dem Tisch, wenn du willst. Aber dann gleich ins Bett, okay? Kiffnase. Säuferin. Tja, meine Eltern, die lieben sich. Die lieben sich. Es sind tolle Eltern. Die Klöten, Alter. Oh, die killen mich. Ja. Na gut. Moment, ich muss das essen. Komplett. Kann ich noch mehr essen? Was ist das hier eigentlich? Mais? Hackbraten und Reis? Du musst dich stärken, Alter. Damit deine Klöten groß und stark werden. Na gut, dann würde ich mal sagen, ab ins Bett. Nochmal hier ein bisschen Terror schieben, damit Mutti was zu arbeiten hat. Immer noch bei 24%, yo. Und 24%. Na gut, gehen wir pennen. Oh, Moment, hier drüben können wir noch ran. Oh. Oh. Powerpump? Ich will einen Powerpump. Ich will sofort so einen Powerpump. Kostüme. Haare. Wo ist das Ding? Das sieht ultra cool aus. Yay. Lässig. Moment, wir nehmen mal ganz schnell irgendwas anderes. Alter, das sieht irgendwie lässig aus, oder? Cool. Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich bedanke mich natürlich, wie immer, fürs Zusehen. Beim nächsten Mal wieder einschalten. Wir werden nicht vergessen für mehr South Park. Bis zum nächsten Mal und tschüss.